An diesem Tag des Herrn, ja, an dem 8. September 2019, predige ich eine weitere Predigt in derselben Reihenfolge von Predigten, mit der wir monatelang beschäftigt geblieben sind. Und zwar die erste Liebesbeziehung zwischen Christus und seiner Braut. Okay, mein Titel heißt folgendermaßen heute Morgen, also: Mein Geliebter bleibt mir einen Mirrenbeutel aller köstlichen Realitäten. Mein Geliebter bleibt mir einen Mirrenbeutel aller köstlichen Realitäten. Ich fange an und ich lese euch das Hohelied, Kapitel 1, Verse 12 und 13 vor. Wir haben einleitend über Vers 13 gepredigt, wir machen weiter mit Teil 2, bezüglich Vers 13 insbesondere. Aber ich lese beide Versen. Das Hohelied, Kapitel 1, Vers 12. Solange der König an seiner Tafel war, gab meine Narde ihren Duft. Mein Geliebter ist mir ein Mirrenbüschel oder Mirrenbeutel, das zwischen meinen Brüsten ruht. Und dann 14 auch. Mein Geliebter ist mir wie ein Büschel der Zipperblume in den Weinbergen von Engedi. Okay. Wir wissen, dass wir festgestellt haben, aufs Neue letzte Woche, dass, was wir hier in dem Hohenlied finden, viele Realitäten bezüglich der Beziehung zwischen Christus und seiner schönen Jungfrau, seiner schönen Braut, die er freigekauft hat durch sein Opferblut am Kreuz Golgotha, und er ist für sie gestorben und auferstanden aus den Toten, und er herrscht jetzt in dem Himmel und von ihnen herab, um sie reichlich zu segnen, um sie in der ersten Liebesbeziehung mit ihm reinzubringen, reinzuhalten, vorwärts zu bringen, während sie immer mehr von ihm lehrt und von ihm genießt und er von ihr genießt, haben wir festgestellt, sie hält ihm an ihrer Brust. An ihrer Brust ist ihr Herz. Und wir haben gesehen, dies tut sie, weil sie ihn so köstlich gefunden hat, weil sie so viel verstanden und erfahren hat, von wie wunderbar und wie herrlich und wie köstlich er ist, bezüglich all seiner Eigenschaften, bezüglich seines ganzen Wesens, seines ganzen Tuns, um ihren Willen, um des Vaters Willen. Er ist ihr absolut unendlich kostbar und köstlich geworden, und deswegen erlaubt sie ihm zu tun, was ihn niemand anders erlaubt. Die Ehefrauen werden nicht andere Männer erlauben, um sich zwischen ihren Brüsten zu befinden. Aber dies erlauben wir Christus, weil er ist unser endgültiger Bräutigam, unser endgültiger Geliebter. Natürlich auf keine sexuelle Weise, sondern auf eine geistlich-romantische Weise. Ganz bei unserem Herzen, zwischen unseren Brüsten, halten wir ihn und er ruht dort. Dort fühlt er sich wohl. Wenn Christus sich nicht dort befindet, weil wir ihn nicht dort durch den Glauben ruhen lassen, ist er unerfüllt und nicht gesättigt und unzufrieden. Er ist nur zufrieden mit dieser Stelle. Und dann haben wir gesehen, dies finden wir in Epheser 3 und Vers 17. Damit Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt. Lass uns dies doch schnell. Ich werde euch, ihr braucht nicht, um dies noch weniger Weise nachzuschlagen. Aber lasse ich euch dies vorlesen. Epheser Kapitel 3. Epheser Kapitel 3, Vers 17, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Wo sollte Christus wohnen? Ich höre auf meine Formulierung, liebe Geschwister und Freunde.
Christus wohnt nicht ständig und unaufhörlich in dem Herzen von jedem Christ, überhaupt nicht. Aber dies sollte der Fall sein. Paulus hat hier ein Gebet gebetet, o Herr, o Gott und Vater, lass dies stattfinden. Und lass zu diesem Ziel und Zweck stattfinden, was da vorgeschrieben steht. Erleuchten Sie, Vers 9, und erfüllen Sie mit deinem Geist, lesen wir früher, damit, lass Sie durch deinen Geist mit Kraft gestärkt werden in dem inneren Menschen, in ihrem Herzen, dass damit, Vers 17, der Christus, der verherrlichte Christus, in dem alle die Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt, durch den Glauben, durch ihren festen Glauben an ihm, in ihren Herzen wohne. Und in demselben Vers lesen wir von der ersten Liebe. Damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet, Vers 18, dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei, Vers 19, und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt. In Vers 19 geht es über die fortschreitende Erkenntnis Jesu Christi. Als Herr, als Heiland, als Erlöser, als Gekreuzigte damals, als Gestorbene, als Beerdigt, als Auferstanden, als Erhöht, als Eingesetzt in dem Himmel, in seine Verherrlichung, aber jetzt herrschend vom Himmel herab, als jetzt herrschend hier unter uns, in uns. Weil Paulus sagt, nichts ist so vorherragend und so köstlich und so herrlich als dies, weil Gott und Christus die wahre Liebe ist. Gott ist die wahre Liebe, die göttliche Liebe, die heilige Liebe, die herrliche Liebe, die unvergleichliche Liebe, die hervorragende Liebe. Und die Liebe des Christus zu erkennen, diese Liebe haben wir erkannt, als er uns gerettet hat, als er in uns hineingezogen ist, damals, als er uns erlöst hat. Und wir Buße getan haben, um ihn in unser Herz zu empfangen. Was lesen wir in 2. Korinther 13 und Vers 5, bevor ich hier weitermache? Was ist die Prüfung, ob irgendjemand errettet ist? Ist die Prüfung, dass Christus in seinem Herzen wohnt? Ist dies der Beweis, dass er errettet ist? Dies wird nicht als Beweis erwähnt hier in 2. Korinther 13 und Vers 5. Prüft euch selbst. 2. Korinther 13, Vers 5. Stellt euch selbst auf die Probe. Oder seid ihr euch nicht sicher davon, dass Christus in euch drin ist? Christus ist in dem Leben von jedem Christ drin. Von jedem wahren Christ. Aber Christus wohnt nicht in dem Herzen von jedem Christ. Christus fühlt sich nicht ebenso wohl in dem Herzen. Ich kann mir in eine Wohnung von Leuten befinden. Und es könnte viele schöne Dinge dort geben. Luxus und Fleisch und Kartoffeln und Nachtisch und allerlei Schätze, Gold, Silber. Aber es könnte sein, dass ich dort in der Wohnung oder in dem Haus mit ihnen drin bin. Aber ich fühle mich nicht wohl. Weil die Atmosphäre ist kalt. Und die Leute sind mehr gegenüber, was ihre Freundlichkeit betrifft, lauwarm. Und ich fühle mich unsicher. Wäre ich überhaupt hier herzlich willkommen? Aber jedes Mal, wenn wir lesen, dass Christus in dem Herzen wohnen sollte oder in der Tat wohnt, dann geht es über das Liebesfest mit ihm. Er genießt das Liebesfest mit uns. Wir genießen das Lebensfest mit ihm und dann lernen wir ihn immer besser kennen und lernen wir seine Liebe immer besser kennen, gemäß Vers 19. Und dann wird er mächtig, gemäß Vers 20. Dann überfließen wir und dann bekommt Gott der Vater die Ehre, gemäß Vers 21. Aber versteht ihr doch, dass das Gebet von Vers 16, erfülle sie mit deinem Geist tief im inneren Menschen,
damit der Christus durch den Glauben, durch ihren festen Glauben in ihren Herzen wohne. Damit sie immer mehr in der Liebe des Christus gewurzelt und gegründet werden können, um immer besser alle Sachen, alle Aspekte von der Höhe, der Tiefe, der Breite und der Länge von der Liebe des Christus erkennen zu können, weil dies übersteigt Vers 8, 19 gemäß alle Erkenntnis. Nichts ist so vorherragend. Dies ist wichtiger und köstlicher und erfüllender und sättigender und ernährender als alles andere. Aber dies gegenseitig. Als ich und meine Frau verheiratet worden war, die Flitterwoche war so ehrlich. Erster Abend zusammen. Wir waren an einem schönen Naturort. Aber ich habe nicht an den Bäumen und Dingen gestört. Ich war begeistert von meiner schönen Dame. Und sie von mir. Wäre ich nur von ihr begeistert, wollte ich nur zwischen ihre Brüste mich ausrühren. Und sie wollte es nicht haben und mich nicht genießen, dann hätte ich viel schlecht gelitten, oder? Und so, wenn wir über den Herrn Jesus reden, dann sollten wir vorsichtig reden. Einerseits, weil er Gott und verherrlichter Mensch ist, konnte er auch völlig glücklich gewesen sein ohne uns. Aber sein Vater hat in seinem ewigen Rat es so beschlossen. Er will ein Braut haben. Er will noch mehr haben. Er erfährt die Fülle in meiner Gegenwart, aber er fühlt sich wie Adam. Er braucht noch irgendjemand. Denn er braucht eine Hilfe, die zu ihm passt. Er fühlt sich nicht ganz wohl. Und wisst ihr was? Ich werde nicht sagen, dass Christus uns braucht, aber ich muss es sagen. Hätte der Bibel mir nicht dies gelehrt. Weil, lass uns zurückkehren zu Epheser 1 in Vers 23. Epheser 1 in Vers 23. Vers 22 und 23. Hier wird geredet von dem verherrlichten Christus, der vom Himmel herab und in dem Himmel herrscht, um unser Willen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen, und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Und die Gemeinde ist seine Braut, die wahre Gemeinde. Aber dann wird die Gemeinde beschrieben in Vers 23, die Gemeinde, die Christi Leib ist. Und dann die erstaunliche, überraschende Aussage, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Wer wird hier beschrieben und erwähnt als die Fülle des Christus? Als das Haupt, die Gemeinde. Wir sind die Fülle des Christus. Ein Haupt ohne Leib kommt nicht weit. Und Christus, gemäß Gottes ewigen Rates, sagt uns, gemäß des Ratens und des Willens meines Vaters, des Rates und des Willens meines Vaters, seid ihr meine Fülle. Meine Bräu, meine schöne Braut, du bist meine Fülle. Ohne dich bin ich unerfüllt. Es kommt darauf an, Christus fühlt sich nicht ganz wohl. Solange seine geliebten Menschen ihm nicht in ihrem Herzen wohnen lassen, durch das sie sich an ihn klammern, und dies schaffen sie nur gemäß Epheser 3, weil sie mit Kraft gestärkt worden sind, tief in den inneren Menschen. Ganz erfüllt mit dem Geist des Christus, und dann tut der Geist seine Arbeit, macht er seinen Dienst, um uns dazu zu befähigen, um Christus so zu schauen, so auf ihn fokussiert zu sein und ihn als unser Alles zu haben, dass wir sagen, oh Herr Jesus, unsere schöne Braut, wir klammern uns an dich. Die steht in Kolosser 2 auch geschrieben. Wir halten uns an dich fest. Du bist unser Alles. Und dann wohnt er immer mehr durch unseren festen Glauben, durch den Geist immer mehr dazu befähigt, fortschreitend, um in unseren Herzen zu wohnen. Und dies bedeutet, dann fühlt er sich wohl. Dann findet das Liebesfest statt. Dann befinden wir uns in seinem Weinhaus. Dann dauert das Fest fort. Dann
findet statt, was Paulus uns befohlen hat, geführt von Gott und von Heiligen Geist, um dies aufzuschreiben. Lass uns das Fest feiern, weil unser Passahlamm ist für uns geschlachtet worden, Christus. Dann ist es ein wahres Fest, während er sich in unserem Herzen befindet, aber nicht gemäß 2. Korinther 13, Vers 5, dort nur drin ist, sondern dort sich wohl fühlt. Er fühlt sich absolut zu Hause. Ihr Haus ist mein Haus. Dein Herz ist gehört mir. Dein ganzes Herz gehört mir. Deine Liebe gehört mir. Dein alles gehört mir. Und ich nehme, was du mir schenke, weil dies kann Christus nicht für uns tun. Er kann uns dazu befähigen, aber dies müssen wir tun. Ich konnte meine Frau noch niemals zwingen, um mich zu lieben. Weil Liebe kann nicht gezwungen werden. Liebe kommt dadurch, dass wir uns zu ihm gezogen fühlen mit Seilen der Liebe, seiner göttlichen Liebe, und dann rennen wir ihm nach. Und wir schenken ihm unsere Liebe, weil wir immer mehr merken, was wir mehrmals behandelt haben, ist wahr? Mein Geliebter ist, ich bin meines Geliebten und sein Verlangen steht nach mir. Und ich schenke ihm, weil sein Verlangen nach mir steht, auf eine Sonderweise, weil er mich teuer erkauft hat und uns als Gemeinde teuer erkauft hat, all seine Lieblinge, alle die Jungfrauen, die zu seiner Braut gehören, schenken wir ihm, was er am meisten, am liebsten, am gernsten erfahren möchte. Unsere Liebe. Und wir genießen ihn gegenseitig. Die Leute von damals hatten in den Osten dies gemacht und dies wird auch bestätigt in bestimmten Bibelstellen. Wie beispielsweise, lass uns nicht jetzt dorthin blättern, wir können nicht dies auch noch lesen, dann werden wir morgen noch hier sein. Haggai 1 und Vers 6 und Job 14 und Vers 17, sie hatten solche Parfüms gehabt und sie haben gesagt, ich möchte nicht in eine Parfümerie drin sein, ich möchte die Parfümerie selber sein. Und er ist mein Parfüm, ich bin sein Parfüm. Und sie haben so ein Ding um ihren Hals gehängt. Und zwischen die Brüste hatten die Frauen so ein Ding gehabt, mit Myrrhe darin drin, mit Gewürze darin drin, hauptsächlich Myrrhe. Und dies ist, wovon wir hier reden, als Hintergrund in Vers 13. Mein Geliebter ist mir ein Myrrhenbeutel, das zwischen meine Brüste ruht. Warum hatten sie dies gemacht? Weil Myrrhe schmeckt ein bisschen bitter. Myrrhe schmeckt einigermaßen bitter. Aber Myrrhe riecht so gut. Und sie wollten dieses Geruch die ganze Zeit erfahren. Wenn sie in diese Richtung gegangen ist, in diese Richtung, um einzukaufen, um auf die Felder zu gehen oder zu Hause zu gehen, wollte sie gut riechen und sie wollte sich wohlfühlen, um sich für ihren Ehemann, für die anderen auch wohlriechend riechen zu können. Aber zuerst für sich selbst. Ich will nicht nach Schweiz riechen, ich will gut riechen und deswegen dieses Ding, einen Beutel, darin viele Stücke Myrrhe zusammengepresst in einem Beutel, damit ich dieses Geruch als Wohlgeruch die ganze Zeit lang genießen werden kann. Und die anderen werden es auch dann genießen, aber wir machen es. Nur ich kann es durch den Glauben tun, um Christus an meine Brust ruhen zu lassen. Nur du kannst es tun, nur wir können es tun. Es steht doch geschrieben durch den Glauben. Und Christus kann doch nicht in unserem Namen für uns glauben. Er kann unseren Glauben stärken, aber wir müssen durch diese Gabe anwenden und an ihm glauben, an uns an ihm klammern. Herr Jesus, mein König, mein Heiland, mein Bräutigam, mein einziger Geliebter, ich halte dich an meinem Herzen. Und in meinem Herzen wohnst du und fühlst du dich wohl. Jedes Mal, wenn wir im Neuen Testament lesen, dass Christus in dem Herzen wohnt oder in uns wohnt,
mit anderen Worten, sich wohlfühlt, uns genießt und er geht in alle Kämmerlein hinein und wir sind seine Gemacher und wir befinden uns in seiner Gemacher, geht es über die erste Liebe und über die erste Liebesbegeisterung. Ich habe euch die schon gezeigt aus Epheser 3,17 in dem Kontext von diesem Versen, von diesem Kapitel. Jetzt zeige ich euch dies auch wieder aufs Neue aus Johannes Kapitel 14. Johannes Kapitel 14, Verse 21 und 23. Johannes Kapitel 14, Verse 21 und 23. Hier doch. Der Herr Jesus redet hier. Wer meine Gebote hat, sagt Elberfelder, und was nicht alle Leute haben, Christi Gebote, wer meine Gebote hat in dem neuen Herzen drin, auf den Tafeln ihres Herzens sind meine Gebote eingraviert worden, und sie festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Die einzige Person, die Christus liebt, die einzige Person, die Christus in der Tat lieben mit der richtigen Liebe, wodurch wir ihm gefallen und seinem Vater gefallen, ist, dass wir praktisch zeigen, wir haben deine Gebote als Liebewort in unserem Herzen drin. Wir sind sensibel ihnen gegenüber, weil wir dir gegenüber so sensibel sind in der ersten Liebe zu dir. Meine Frau ist meine Bedürfnisse gegenüber sehr sensibel. Wenn ich traurig aussehe, dann fragt sie mich, warum bist du traurig, warum siehst du so stur aus? Hat jemand dich traurig gemacht, was ist dein Problem? Dann versucht sie mir zu helfen. Und weil wir Christus zurücklieben mit der Liebe, mit der er uns zuerst geliebt hat, wollen wir ihm so gerne gefallen, Herr Jesus, wir lesen hier, solange wir deine Gebote halten, gefallen wir dir, bleibst du von uns durch uns erfüllt und gesättigt. Und dann sagst du, du liebst mich wahrlich, ja, auf die richtige Weise. Und wie reagiert Gott, der Vater, dann in alle Begeisterung, in der ersten Liebesbegeisterung? Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Dann danach, wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Der himmlische Vater hat uns auf jeden Fall geliebt, aber dann liebt er uns mit der Liebe der Zufriedenheit. Er kommt, um uns seine Liebe aufs Neue erfahren und spüren zu lassen. Aber dann kommt der himmlische Vater nicht alleine. Und ich werde ihn lieben. Mein Vater wird ihn lieben und ich werde ihn lieben. Christus ist dann auch so begeistert von der Tatsache, dass wir seine Gebote in unserem Herzen haben und sie deswegen vom Herzen heraus aus reiner Liebe zu ihm mit reinen Motiven folgen, und zwar um ihm zu gefallen, um seine Bedürfnisse zu sättigen, zu erfüllen. Und dann merken wir, dass Dann wird Christus irgendetwas tun, der er nicht immer so ganz genau tut, während wir nicht so handeln, wie schon beschrieben. Und das letzte Teil von Vers 21. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Ist dies nicht, was wir in dem Hohenlied haben? Jedes Mal geht es darum, Christus offenbarte sich, der König offenbarte sich, während sie sich in seine Gemächer mit ihm befand, während sie bei der Mittagsrast mit ihm war, während sie an ihrem Tisch sie befand, während sie sich mit ihm in seinem Weinhaus befand. Jedes Mal hat er zu ihr geredet und seine Liebe ihr spüren und genießen lassen. Und ihr gesagt, sie hat auch alles, was auf sein Banner geschrieben steht, besser verstanden. Und je besser sie dies verstanden hat, je mehr hat sie ihm genossen in ihrem Herzen, je mehr hat sie gesagt, ich merke immer mehr, wie unermesslich, unendlich köstlich und kostbar du bist, o Herr, in deinem ganzen Wesen
und in all deine Charakterzüge und in deinem Tun, bezüglich deiner Ämter, um meinetwillen, um deine Gemeinde willen, um deine Braut willen. Und deswegen halten wir ihn fest hier und wohnt er in unseren Herzen und fühlt er sich wohl und kommt er und er offenbart sich uns dann. Aus dem Grund, dass du ihn nicht an deinem Herzen hatte, hat er ihn dich nicht dir offenbart. Du sagst, ich bin arm an diese Art von Erfahrung. Ich kann nicht sagen, Christus hat sich mir offenbart, aber er wird es tun, wenn du ihm durch den Glauben, in dem festen Glauben an ihm, dich an ihn klammern würde und sagen, dies sollten wir als Gemeinde tun. Dann wird er sich uns offenbaren. Nicht andere Dinge offenbaren, nicht nur Dinge über ihn, sondern ihn selber. Wir werden ihn erkennen und besser erkennen und dies ist doch hervorragender als alles. Paulus hat gesagt, dies haben wir schon gelesen, dies übersteigt alle Erkenntnis, alle Erkenntnis. Und dann Vers 23, es gibt noch weitere Dinge, weitere christliche Realitäten, die dieses Liebesgehorsam, als erstes Liebesgehorsam vom Herzen heraus, dem Herrn Jesus gegenüber, dem himmlischen Vater gegenüber und Christi willen, begleiten. Wenn jemand mich liebt, Vers 23, so wird er mein Wort befolgen. Die vielen verschiedenen Worte wird er befolgen als mein Wort, weil es das Wort des Königs ist. Und mein Vater wird ihn lieben, es wird wiederholt, weil es so entscheidend ist. Und dann kommt es. Und wir werden zu ihm kommen. Aber ist Christus nicht schon zu uns gekommen? Als er zu uns gekommen ist, um uns zu ihm zu ziehen, mit seiner Liebe, um uns zu retten. Ja, er ist. Aber darüber wird nicht hier geredet. Es geht über seine weitere verschiedene Kommen. Er kommt für ein zweites Mal, für ein hundertstes Mal, für ein tausendstes Mal. Tausende von Male ist Christus zu mir gekommen. Ganz zielgerichtet, erfüllt mit göttlichem Eifer und mit göttlichen Eifersucht, um was zu tun? Um Wohnung bei mir zu machen. Wieder dieselbe Realität, als was wir in Epheser 3,17 haben. Und nicht in uns bloß drin zu sein, weil dies ist Minimum gerettet zu sein, 2. Korinther 13, Vers 5 gemäß, ist Christus in euch. Dies ist Minimum. Aber um Fortschritte zu machen, Christus kommt zielgerichtet und ich habe ein Ziel und Zweck. Ich werde aufs Neue bei ihm, bei ihr Wohnung machen. Ich werde mich in ihrem Herzen befinden, in seinem Herzen, und ich werde ihn genießen und seine Liebe genießen, Wohnung bei ihm machen. Und während ich in ihrem Herzen wohnen würde, in seinem Herzen wohnen, weil ich so begeistert bin von seinem Gehorsam, von ihrem Gehorsam, wird es gegenseitig genossen werden, weil dies ist, was wir doch erfahren und lesen hier, liebe Geschwister, mehrmals gesehen haben, in dem Hohelied Kapitel 1, Vers 13, mein Geliebter ist mir ein Mittelbeutel, was zwischen meinen Brüsten ruht, an meinem Herzen ruht und auch in meinem Herzen drin ist, um dort zu wohnen. Auf die Weise, die schon beschrieben worden ist, gemäß Johannes 14, Vers 21 und 23, gemäß Epheser 3, Vers 17, in ihrem Kontext dort, von dem Kapitel. Aber wir haben auch gesagt, Vers 12, gehört dazu. Diese zwei Erfahrungen finden zur gleichen Zeit statt. Solange der König an seiner Tafel war, gab meine Narde ihren Duft. Ihr werdet lesen, ich denke in ESW, solange der König auf seinem Couch war. Und wir lesen eigentlich, wer Genfer studiert. Wer hat ein Genfer Studienbibel? Wer der König in dem grünen Gras war, lag er an meinem Brust auf die Felder.
Dieses Wort kann auf unterschiedliche Weise übersetzt werden. Nicht rein als Tisch. Aber es geht immer noch. Entweder auf dem Couch, weil man kann sich mit einer Geliebten schon wohlfühlen. Auf dem Couch, oder? Ein Couch ist zum Wohlfühlen. Oder auf die Felder zwischen dem Gras, unter der blauen Luft, wo die Vögel zwittern. Oder an seinem Tafel, wovon er geredet hat, weil er befindet sich am Tisch in dem Himmel ganz wohl, als er verherrlicht, nachdem er die Preisgebühr bezahlt hat und dorthin aufgefahren ist. Gab meine Narde ihren Duft. Warum riecht sie so gut? Erstens, weil er seine Narden duften lassen hat. Das Hohelied 1 und Kapitel Vers 3. 1 und Vers 3. Lieblich duften deine Salben. Dein Name ist wie ausgegossenes Salböl. Ausgegossen über uns und wir riechen dich. Und du riechst nach Myrrhe, Aloe und Cassia. Aber Myrrhe kommt immer wieder vor. Ich habe in meinem Konkordanz es nachgeschlagen. Alle die Fälle, die wir finden in der ganzen Bibel. Myrrhe. Und denn er genießt uns. Wir genießen ihn, nur während wir uns an seinem Brust befinden und er sich an unserem Brust befindet. Auf diese Weise, während wir so weitermachen und überall in die Welt hineingehen, wo wir auch sind, auf die Fahrt mit dem Auto, ins Geschäft, im Kaufhaus, in der Arbeit, wo auch. Unter den Kindern, wir gehen picknicken, aber wir feiern das Fest mit Christus. Er bleibt Nummer eins. Wir nehmen uns ihm immer überall mit. Durch den festen Glauben hängt er um unseren Nacken und er ruht hier zwischen unseren Brüsten. Er befindet sich an unserem Herzen. Während er sich an unserem Herzen befindet, zum Wohlfühlen, um einander zu genießen, immer intimer miteinander in der ersten Liebesbeziehung umzugehen, um einander auf diese Weise von dieser innigen Beziehung heraus immer besser zu erkennen. Nicht von einer Entfernung ein bisschen besser zu erkennen. Lass ich euch noch einige Verse diesbezüglich erwähnen. Lass ich jetzt mit Punkt Nummer 1 anfangen. Punkt Nummer 1, böse Zeit, ist nicht mit dir. Tag ist nicht mehr so jung, ist, was lesen wir von den Myrrhen? Hier sind alle die Bibelstellen, mehrere. Aber lass ich einiges erwähnen. Lass ich eher nicht Josef wieder nachschlagen. Wir haben über Josef geredet und wir haben gesehen, dass Josef ein Typ von Christus ist. Von Davids Sünden und Fehler lesen wir. Aber hast du schon von den Fehlern, von den Sünden von Josef gelesen? Zwei Männer, wir lesen nichts von ihren Sünden. Möglicherweise noch ein paar andere. Aber Daniel und Josef. Josef, der Erretter, der Versorger. In Ägypten war er. Er hat viel dort gelitten, um seine Brüder und seinen alten Vater und seine Mitisraeliten versorgen zu können, füttern zu können in dem Land Goshen. Und sie mussten dorthin ziehen, nach Ägypten ziehen, um dort durch Josef gefüttert zu werden. Aber Vater Jakob war alt. Er war so traurig, dass Benjamin schon gestorben war. Er sagt, ich kann nicht meinen zweiten Lieblingssohn auch noch. Ich kann nicht, Benjamin war nicht gestorben, aber Benjamin und Josef waren seine zwei Lieblingssöhne. Gründe dafür habe ich einigermaßen erwähnt in der Predigt darüber. So vor einigen Wochen. Aber dann mussten sie wieder zurückkehren nach Ägypten, weil sie haben sie gedacht, gravierend, gesündigt, natürlich hatten sie. Aber er war beschäftigt, um sie zu prüfen. Er hat sie auf die Probe gestellt. Und so stellt unser Bräutigam uns auch auf die Probe, durch dass er uns allerlei Situationen hineinbringen, um zu sehen, wie wir reagieren werden.
weil der Hungersnot so übermäßig groß geworden war, dass die Leute sind ausgemagert worden, konnten kaum noch essen und trinken, konnten sterben, die Tiere auch, hat Vater Jakob in seiner Traurigkeit, in seinem Schmerzen gesagt, ach, geht ihr doch, meine Söhne, aber nehmt, was hat er getan? Er hat Josef viele Geschenke zugeschickt. Was war in diese Geschenke drin? Was hat Jakob selber darin drin gestellt? Mirre! Weil Mirre riecht so gut. Weil er ist der Gouverneur, dieser Mann ist der Gouverneur von Ägypten. Er ist nur unter dem obersten König. So ist Christus mehr als Gouverneur, aber er ist auch unter dem obersten König. Er ist unter der Autorität seines Vaters. In der Dreieinigkeit gibt es Autorität. Der Sohn gehört dem Vater und der Heilige Geist führt, handelt in der gemäß was der Vater und der Sohn ihm sagt. In der Dreieinigkeit gibt es Autorität. Und Josef hat noch nicht gewusst, dass er der Gouverneur war, dass dieser Gouverneur sein Sohn war. Er hat nur gewusst, wir sind super bedürftig, wir dürfen nicht sterben, wir müssen essen und trinken und unsere Kinder und Frauen, alle sollten überleben, und unsere Israeliten und alles, unsere Tiere. Und er wollte, dass Josef als Gouverneur ihnen sehr gut gesinnt sein werde. Deswegen viele Geschenke, aber nicht ohne Mühe darin, weil es musste gut riechen. Der Unterschied zwischen dieser Geschichte und unserem Herrn Jesus ist, wir wissen schon, Jakob hat damals es nicht gewusst, aber wir wissen schon, wer unser König ist. Liebeskönig, Liebeskönig der Gedanken, des Herzens, der Energien, der Kräfte und der Gefühle, der Seele und des Geistes und alles. Des ganzen Lebens, des ganzen Existenzes. Und Gott hat bestimmte Männer, die reich waren und edle Männer waren, führende Männer in dem Osten, in ihrem Herzen gewählt, nachdem Jesus geboren worden ist, als Kindlein, lag er an die Brust seiner Mutter Maria in der Krippe in Bethlehem. Aber bevor er geboren worden ist, hatten sie schon auf dem Weg gemacht. Und sie haben ihre besten Geschenke genommen. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und lass uns doch lesen, liebe Geschwister, was sie dort gemacht haben, als sie dort ankamen. Matthäus Kapitel 2 und Vers 11. Ach, lass uns ab Vers 7 lesen, wie sie mit Herodes geredet hatten. Und sie wollten mit aller Begeisterung zu dem König kommen. So sollten wir sagen, mit aller Begeisterung wollen wir aufs Neue zu dir kommen, damit du gemäß Johannes 14, Vers 23 aufs Neue jedes Mal mit dem Vater zusammen zu uns kommen wirst, o Herr Jesus, o König, o Geliebter, um aufs Neue, jedes Mal aufs Neue, ganz frisch bei uns Wohnung zu machen. Ein weiterer Teil des Festes, des ersten Liebesfestes, um dich besser zu genießen, besser zu erfahren, besser gefallen zu können. Um besser und völliger, vollständiger durch dich erfüllt und gesättigt zu werden. Damit wir dir immer gleichgesinnter und ähnlicher und gleichgestalter gemacht werden würden. Höre doch, Vers 8. Und er sandte sich nach Bethlehem und sprach, die Stadt Herodes, zieht ihn und forscht genau nach dem Kind. Herodes wollte das Baby töten lassen. Und wenn er ihr es gefunden hat, so lasst es mich wissen, damit auch ihr komme und es anbete. Er hat geheuchelt, er war gelogen.
Er wollte ihn töten, aber nicht diesem reichen, diese weise Männer. Vers 9, und als sie den König gehört hatten, zogen sie hin, diese Weisen aus dem Morgenland. Und siehe, Vers 9, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten. Sie hatten schon, als sie noch sich in dem eigenen Land, in dem Morgenland befunden hatten, Stern gesehen vom Herrn Jesus. Himmelraum hat ihn angedeutet, schaut auf Christus, kommt zu Christus, kommt zum Errettersohn, kommt zum Jesuskind. Und ging, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Vers 10. Und sie nun den Stern sahen, als sie nun den Stern sahen, wurden sie erfreut. Eine Verdoppelung hier, zweimal verdoppelt. Wurden sie sehr erfreut. Noch nicht vollständig. Wurden sie sehr hoch erfreut. Was erfährt man, wenn man nicht nur erfreut ist, sondern sehr erfreut und dann noch sehr hoch erfreut? Man kann es nicht stärker formulieren als dieses. Sie sind überwältigt worden durch ihre Freude. Wir kommen jetzt zu dem Jesuskind. Wir kommen zu dem Erlöser. Wir kommen zu dem Heiland der Welt. Wir kommen zu Gottes gesandten Mann, zu Gottes Erlöser, zu dem einen, von dem sein Vater gesagt hat, er wird immer in allem der Erste sein, Kolosser 1 und Vers 18 gemäß. Deswegen sollte er unser Nummer 1, unser Nummer alles auch sein. Und sie wurden sehr hoch erfreut, Vers 11, und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seine Mutter. Dort war die Mutter. Dort war er an ihrer Brust. Schlafend oder säugend. Und was hatten sie getan? Da. Nachdem sie gefunden haben, gesehen haben, da fielen sie nieder. Lass ich euch sagen, wir sollten vor Christus niederfallen. Meine Knie sind nicht mehr so gut, wie als ich jünger war. Aber ich muss immer noch von Zeit zu Zeit mich auf die Knie gehen, um Christus zu anbeten. Wenn du überhaupt es noch schaffen könntest, dann tust du es. Weil, aber wenn du nicht mehr dies tun kannst, es gibt Zeiten, wir können es nicht immer tun. Du kannst es nicht in der Arbeit tun oder während du fährst. Kannst du auf deine geistliche Knie gehen, in deine Gedanken, in deinem Herzen, deiner Absicht nach, und du kannst ihn an deiner Brust festhalten, dass er dort ruht, damit er in deinem Herzen wohnt und sich wohlfühlt. Da fielen sie nieder und beteten es an. Sie hatten ihn anbetet. Wir sollten ihn anbeten. Warum? Wir müssen, die Brüder von Josef sind vor ihm hingefallen. Nicht um ihn zu anbeten, um ihm aber die Ehre zu geben. Weil er hat ihnen geholfen. Aber unser Josef, unser endgültiger Josef, unser endgültiger Heiland, der uns erlöst hat, um ihn genießen zu können. Er sagt uns, wisst ihr was? Ich habe den teuersten Preis am Kreuz Golgotha bezahlt, deswegen Myrrhe schmeckt bitter. Es war ein bitteres Geschmack, als ich so leiden musste, durch meinen Vater verlassen, durch ihn geschlagen um euretwillen, verflucht von ihm, mit der Sünde, eure Sünden vereinigt. Und ich rief aus lauter Angst, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Antwort war natürlich, weil er für dich gelitten hat und für mich und für uns. Und während wir daran denken, während wir uns an seiner Brust befinden und wir uns an unserer Brust festhalten und drücken, finden wir die so köstlich. Nicht nur in unserem Verstand begreifen wir dies, aber in unserem Herzen
sind wir hoch erfreut. O Herr Jesus, wie lieblich duftet deine Salben. Ist dein Name als Erlöser, als sterbende Heiland, stellvertretende Heiland über uns ausgegossen. Und wir riechen dich als Myrrhe. Du riechst so gut, weil du so eine bittere Erfahrung erleiden musstest. Und deswegen, während wir dein Wohlgeruch unter den Menschen verbreiten, haben wir auch diese Erfahrung von der Bitterkeit des Leidens, aber dies wird immer schöner und köstlicher, weil es ist unser Vorrecht, um für dich zu leiden. Meine Frau war weinend bei ihrem Computer, so vor einer Woche. Ich dachte, möglicherweise habe ich sie traurig gemacht. Ihre Augen waren ganz rot, in Tränen flossen. Was ist los, meine Frau? Susanne, was ist los? Aber sie konnte nicht eigentlich reden. Sie war zu überwältigt. Hat sie gesagt, komm, schau. Sie war beschäftigt, um einen Film von Petrus anzuschauen, wo er als alter Mann gehört hat, jetzt musst du getötet werden, du musst ans Kreuz gehen. Wie er sie gebeten hat, ja, ich sterbe gerne für ihn. Ein Englischfilm. Aber bitte, ich habe nur eine Bitte, nicht wie mein Herr. In meinem Fall mit Kopf nach unten möchte ich für ihn leiden, meine Liebe für ihn zeigen, dass ich bis in meinem Tod ihm nicht mein eigenes Leben geliebt habe, sondern ihm geliebt hat. Vorher habe ich ihn verleugnet, aus Angst. Jetzt bin ich erfüllt mit seiner Liebe. Er hat in meinem Herzen gewohnt. Ich bin gereift geworden. Ich bin überwältigt worden. Ich bin wie mein Herr Jesus gemacht worden zu einem großen Maßen. Und ich habe jetzt die Gesinnung des Christus. Ich möchte für ihn leiden. Mit Kopf nach unten, um zu zeigen, ich war mit dem demütigen Heiland in seinem Joch drin. Und er hat doch uns gesagt, während ihr mit meinem Joch vorwärts ziehen, werdet ihr von mir lernen, was wahre Sanftmut und was wahre Demut ist. Ich bin sanftmutig und demütig vom Herzen. Ach, es war so bewegend. Dann habe ich auch fast geweint. Aber Tatsache ist, lass uns ihn anbeten, hoch erfreut sein. Aber wir bringen ihn unsere beste Geschenke. Wir handeln wie diese Männer, wir lesen dies hier auch in Vers 11, nachdem sie anbetet hatten und sie öffnete ihre Schatzkästen. Zuerst Jesus Christus anbeten, um Danke zu sagen, um im Geist in der Wahrheit zu anbeten, wie die Leute es in dem Himmel machen. Lesen, studieren doch Offenbarung 4 und 5. Er ist es wert, weil er ist der Wertvollste. Josef war so ein wertvoller Mann, so ein wunderbarer Gouverneur. Er hat nicht die Rache ausgeübt über seine Brüder, die ihn so schlecht behandelt hat. Er hat sie gut behandelt, er hat Böses mit Gutem vergelten. Aber was er erlitten hat wegen der Bösheit seiner Brüder, ihn angetan, ist nichts, ist wie nichts im Vergleich zu was wir Christus angetan haben. Die Tatsache, dass wir ihn so, missachtet haben. Du hast ihn warten lassen. Du bist nicht mit deinem 15. Lebensjahr gerettet worden. Du hast ihn warten lassen. Du hast die ganze Zeit lang ihn nicht geliebt mit seiner Liebe. Und du hast ihm auch nicht an ihn geglaubt mit der wahren Liebe. Und jetzt haben jedes Mal die ganze Zeit lang beraubt. Du hast auch alle andere Dinge gemacht, allerlei andere Dinge, um ihm zu missfallen und zu missachten. Aber er hat Böses mit Gutem vergelten. Und er hat uns gezeigt, ich bin wertvoller als alles andere. Sein Vater hat uns dies gelehrt. Johannes 6, Vers 44 und 45 gemäß hat der Vater uns durch den Geist dies gelehrt. Und deswegen haben wir gewusst, was die anderen nicht merken. Niemand ist so köstlich wie er, so wunderbar, so wertvoll. Er ist der Schatz aller Schätzen. Was haben wir in dem Gleichnis gelesen? Von dem Kaufmann, der kostbare Perle suchte.
Er hat viele kostbare Perlen gefunden, eine nach dem anderen. Dann kam er letzten Endes zu einer sehr kostbaren Perle. Dann hat all sein Besitz verkauft. All seine anderen Perlen, um nur diese eine sehr kostbare Perle bekommen zu können. Diese hat nicht in Schlachter geschrieben, sondern in Elberfelder, wie in dem griechischen Urtext, Grundtext. Tatsache ist, wer noch nicht entdeckt hat, wie unermesslich kostbar er ist. Kostbarer als alle anderen, außerhalb seines Vaters und des Heiligen Geistes. Einziger Gott und Mensch, einziger Erlöser. Nur er hat den Preis bezahlt. Nur er ist gekommen, um uns zu retten. Er befähigt uns, ihn besser und besser zu lieben. Durch den Glauben, ihn festzuhalten, an unsere Brust zu drücken. Und dann fühlt er sich wohl durch den Glauben von uns in unsere Herzen. Und wachsen wir an ihm heran, immer mehr. Und dann ihm anbeten, wie er anbetet, wird die ganze Zeit lang, ja, fortwährend in dem Himmel, lese Offenbarung 4 und 5. Und sie öffnete danach ihre Schatzkästchen. Und was brachten sie aus ihren Schatzkästchen heraus? Sie brachten ihm Gaben, Doppelpunkt, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Myrrhe musste immer dabei sein, weil Gold riecht nicht gut. Gold ist sehr wertvoll, das geistliche Gold ist super wertvoll. Und wir lesen im offenbaren Buch, Christus sagt, ihr seid arm geworden, elend geworden, lauwarm geworden, unwissend geworden, blind, erbarmlich geworden. Ich rate dich, komme zu mir und kaufe von mir Gold. Ich bin das geistliche Gold. Dann werden wir mit dem geistlichen Gold bauen, gemäß 1. Korinther 1, Vers 3, weil wir werden wie Christus. Das Gold des Christus wird durch uns nach vorne gebracht werden. Es wird wertvoll sein. Gold, das gereinigt ist unter einer hohen Temperatur, weil er hat so viel gelitten. Er ist Gold, 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 pures Gold. Aber auch dann natürlich Weihrauch und drittens Myrrhe. Was lässt das Gold gut riechen? Myrrhe riecht so gut, zusammen mit Weihrauch. Weil er den Preis bezahlt hat, habt ihr gelesen, einige Male lesen wir, als er am Kreuz ausrief, mich dürste, hat sie Essig zu seinen Lippen gebracht. Aber ein anderes Mal lese ich, ich schlage es nicht jetzt nach, als er so dürstig war, konnte ich es nicht in der östlichen Sonne mehr aushalten. Hatten sie Wein gemischt mit Myrrhe zu seinen Lippen gebracht. Wein mit Myrrhe darin drin. Und dann lesen wir aber, er hat sich geweigert, um es zu nehmen. Okay, wir geben dir Wein gemischt mit Myrrhe. Dann hätte er davon getrunken, hätte es sehr bitter geschmeckt. Weil Myrrhe schmeckt bitter, aber riecht so gut. Hat so andere wunderbare Eigenschaften. Aber Tatsache ist, er wollte es nicht. Weil ich bin schon beschäftigt, um hier zu leiden. Ich werde, obwohl diesen Wein bitter schmecken würde, weil Myrrhe darin drin ist, werde ich diesen Wein nicht trinken, weil ich muss völlig leiden ohne Hilfe von Wein mit Myrrhe. Mein Leiden ist bitter genug und schwierig genug, aber ich tue es so gerne aus reiner Liebe zu meinem Vater, um ihm zu gefallen, weil er will die Menschen als seine Kinder bekommen. Er sagt, mein Sohn, erkaufe sie doch teuer für mich und für dich. Und er wollte uns so gerne bekommen. Ach, liebe Geschwister, wisst ihr, ich habe die Entdeckung gemacht. In jedem Vers, den ich finden konnte, ist Christus entweder direkt oder indirekt drin. Entweder durch den Typ Josef oder direkt. Sie brachten Myrrhe mit. Myrrhe zeigt uns,
wie viel, erinnert uns an wie viel er gelitten hat, aber wie gut er jetzt riecht und was für ein Wohlgeruch er jetzt verbreitet über uns wegen der Tatsache, dass er durch seinen Vater geehrt worden ist und durch uns anbetet werden sollte. Und wir anbeten ihn. Epheser 2, Philipper 2, finden wir gut, aber ich möchte euch dies wieder zeigen. Philipper Kapitel 2. Vers 6, der Sohn Gottes in der Gestalt Gottes war, er ist nicht wie ein Raubfest, hielt Gott gleich zu sein. Vers 7, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an, eigentlich nicht eines Knechtes, eines Sklavens an, und wurde wie die Menschen. Er wurde auch Mensch. Vers 8, und in seinem äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte. Zuerst entäußerte er sich, dann erniedrigte sich zu sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum, aus diesem Grund, Vers 9, hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Josef war nur unter Pharao, musste alle im Land ihn ehren. Die Israeliten, nachdem sie dorthin gezogen waren, und die Ägypter, hatten sie es getan. Aber im Vergleich zu wie Christus, die Stelle, die Christus bekommen hat, hat Josef kaum eine Stelle bekommen. Darum hat ihn Gott, der Vater, auch über alle Maßen erhört, in ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, und dieser Name ist Jesus Christus, der Herr. Vers 11. Was, damit was? Warum hat Gott ihm diesen Namen gegeben? Als Belohnung. Für den Preis, den er für uns bezahlt hat, aus reiner Liebe zu uns. Vers 10. Damit in den Namen Jesu, eigentlich Name ist Jesu, der Mensch, sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Vers 11. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Dann allein ist Gott der Vater zufrieden. Kein Wunder, dass während wir ihm so anbeten aus reiner Liebe, die anderen werden ihn aus Angst und Furcht, bange Furcht anbeten noch, die nicht errettet worden sind. Aber wir tun es auf die Weise von Johannes 14, Vers 21 und 23 und auf die Weise von Epheser 3, Vers 14 bis 17 bis 21. Und der Vater ist so zufrieden, er kommt mit seinem Sohn zusammen, um immer wieder jedes Mal aufs Neue bei uns Wohnung zu machen, um ihre Liebe, seine Liebe und ihre Liebe uns zu zeigen. Und Christus offenbart sich uns jedes Mal aufs Neue. Und wir lernen ihn immer besser erkennen. Und je mehr wir, besser wir ihn erkennen, je auf diese Weise, während wir er sich in unserem Herzen befindet, während wir uns an ihm klammern, er sich an unsere Brust befinden, in unserem Herzen wie an seinem Herzen, verstehen wir besser, wie wunderbar er ist. Er freut uns immer höher und immer mehr, weil je mehr wir begreifen, von was er getan hat und was er immer noch tut für uns, je mehr erfreuen wir uns und mehr Freimütigkeit bekommen wir, um ihn für uns selbst zu genießen. Vergesse nicht Epheser 1, Vers 23. Wir sind die Fülle des Christus. Wir müssen ihn zufriedenstellen. Wir müssen sein Herz erfüllen. Wir müssen ihm die Fülle erfahren und genießen lassen. Wir müssen ihn sättigen. Nur seine Braut, nur seine Jungfrauen können ihn sättigen. Und dies finden wir auch natürlich, wie wir mehrmals gesehen haben, in Psalm 45. Psalm 45. Vers 3, du bist schöner als die Menschenkinder. Er ist zwar Mensch, aber mehr als Mensch. Jesus Christus. Gnade wieder ist ausgegossen über deine Lippen. Seht ihr die Ähnlichkeit hier? Gnade ist ausgegossen über deine Lippen. Zu was wir in dem Monat Kapitel 1 haben. Dein Name ist über uns, wie Salbe über uns ausgegossen. Gnade ist ausgegossen über deine Lippen. Während er zu uns redet und wir seine Stimme hören, spüren wir, wie Gnade aus seine Lippe, über seine Lippen ausgegossen ist. Darum hat Gott dich gesegnet auf ewig.
Vers 4, Vers, er hat für uns gekämpft und kämpft immer noch für uns. Vers 4 und dann Vers 5. In deiner Pracht, es wird von der Pracht Jesu Christi geredet, von dem König, von dem Bräutigam, von dem Geliebten. In deiner Pracht fahre siegreich ein Herr für die Sache der Wahrheit, der Sanftmut und Gerechtigkeit und deine rechte Lehre dich furchterregende Taten. Dann kämpft er weiter, Vers 6, aber dann, Vers 7, sein Thron, oh Gott, bleibt immer und ewig, das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Dies finden wir in Hebräer Kapitel 1, dies ist Jesus Christus. Vers 8, du liebst die Gerechtigkeit und hast die Gesetzlosigkeit. Darum hat dich, oh Gott, dein Gott gesalbt mit Freudenöl, mehr als deine Gefährten. Mehr als deine Gefährten. Er erfährt mehr Freude als wir, obwohl wir uns hoch erfreuen, während wir uns an seiner Brust befinden, er sich an unserer Brust. Und dann wieder Vers 9, nach Myrrhe, es fängt an mit Myrrhe, Aloe und Kasia duften deine Kleider. Es steht eigentlich geschrieben, es ist auch im Englischen übersetzt worden, duften all deine Kleider. Jedes Stück seiner Kleider, seine Bekleidung, riecht nach Myrrhe, Myrrhe, Myrrhe. Weil er die bitteren Kelch getrunken und erledigt leer getrunken hat. Und deswegen riecht er so gut. Und deswegen, während er in seinem Namen als sein Salben über uns, sein Öl über uns ausgießt, immer mehr, werden wir ihn ähnlicher gemacht, immer ähnlicher. Vers 10. Königstochter, die sind wir, stehen in deinem Schmuck, die Gemahlen zu deiner Rechten in Gold von Ofer. Vers 11, höre Tochter, schau Herr und neige dein Ohr, vergiss dein Volk und das Haus deines Vaters. In anderen Worten, wir haben alles verlassen und alle, um nur Christus anzuhängen, anzukleben, im festen Glauben. Nur für ihn da zu sein, nur für unseren Bräutigam. Vers 12, und wird der König deine Schönheit begehren? Kommt eigentlich darauf an, dann begehrt er deine Schönheit, denn er ist dein Herr, so huldige ich. Er ist unser Geliebter, wir sind seine Geliebten, aber er ist unser König auch. Und wir werden es im Offenbarungsbuch lesen, lesen wir Kapitel 4 und 5. Sollten wir unseren König huldigen und während wir ihn huldigen, vernichtet er uns immer mehr, weil er weiß, all diese verschiedenen Realitäten finden zur gleichen Zeit statt. Wir halten uns fest an unsere Brust, damit wir sein Wohlgeruch genießen können, die anderen auch. Deswegen verbreiten wir überall sein Geruch, damit auch die Verlorenen gerettet werden können, um ein anderer auch das Geruch des Christus immer besser riechen lassen zu können. Und wir erfahren, wie er uns anfasst und umarmt, und wir umarmen ihn, steht in dem Hohelied Kapitel 2 geschrieben. Und zur gleichen Zeit anbeten wir ihn als unser König. Weil dies ist doch, oh liebe Geschwister, was wir, dann Vers 14, ganz herrlich ist die Königstochter im Inneren. Aus gewirktem Gold ist ihr Gewand. Das Gold kommt hier auch vor. Er hat Gold bekommen, weil er ist das geistliche Gold. Aber weil wir so mit ihm umgehen, ist unsere Gewalt auch immer mehr aus gewirktem Gold. Vers 15, in gestickten Kleidern wird sie dem König zugeführt. Die Jungfrauen, die sie begleiten, ihre Gefährtinnen, sie werden zu dir gebracht. Wisst ihr, was lesen wir in Esther 2 und Vers 12? Wir lesen, lass ich dies doch nachschlagen. Lass uns Esther nachschlagen. Esther, Kapitel 2 und Vers 12. Esther Kapitel 2 und Vers 12. Mordechai war der König in dem Land. Und Mordechai, Vers 11, ging alle Tage vor dem Hof am Frauenhaus auf und ab, um zu erfahren, ob es Esther wohl gehe und was mit ihr geschehe. Aber, hören wir auf Vers 12. Esther 2 und Vers 12. Wenn die Reihe an jede Jungfrau kam, zum König Ahasveros, nicht Mordecai, sondern König Ahasveros zu kommen,
Nachdem sie 12 Monate lang gemäß der Verordnung für die Frauen behandelt worden war, bevor ich weiterlese, 12 Monate lang mussten die Jungfrauen, um zum König Ahasverus gebracht zu werden, damit er ihre Schönheit und Pracht genießen konnte, 12 Monate lang mussten sie vorbereitet werden, sie selbst vorbereitet. Deswegen lesen wir in Offenbarung 19, seine Frau hat sich bereit gemacht. Wir machen uns immer mehr bereit, wir bereiten uns vor, wir schmücken uns selber mit ihm als unsere Gerechtigkeit, mit unseren Werken der Gerechtigkeit, mit aller Gerechtigkeiten, steht es im Griechischen geschrieben, weil wir werden dem König zugeführt werden. Dies steht auch in Psalm 45 ein bisschen weiter geschrieben. Zukünftig wird es noch herrlicher werden. Aber höre, 1. 2. Vers 12. Denn damit wurden, nachdem sie 12 Monate lang gemäß der Verordnung für die Frauen behandelt worden war, denn damit wurden die Tage ihrer Reinigung ausgefüllt. 6 Monate wurden sie mit Myrrenöl und 6 Monate mit Balsam und mit den Reinigungssalben der Frauen behandelt. 6 Monate lang mit Myrrenöl. Wie gut, denkt ihr, hatten sie danach gerochen? Und dann mit den anderen Gewürzen und Salben. Vers 13, dann kam die Jungfrau zum König. Dann gab man ihr alles, was sie wünschte, um damit von Frauenhaus zum Haus des Königs zu gehen. Natürlich geht es über Esther hier, aber in dem Buch Esther geht es über Christus. Es geht über Christus, er ist der König hier. Der König Ahasverus ist ein Typ von Christus hier. Und wir sind die Jungfrauen, die uns vorbereiten. Christus ist in jedem Buch der Bibel drin. Er ist sogar in dem Buch Prediger drin. Er ist sogar in dem Hohen drin. Deswegen lesen wir in dem Hohenlied von der Liebe von Jah. Und die Liebe, die wir zu dem König haben, ist unbezwinglich. Ihr Eifer ist, ihr Glut ist Feuerglut. Es ist eine Flamme von Jah, von Yahweh, die Abkürzung von Yahweh. Es ist eine Flamme des Herrn, eine Flamme Gottes. Und je mehr wir uns schmücken, je mehr wir uns hier vorbereiten, durch dass wir ihm an unseren Herzen behalten und in unserem Herzen und ihn besser kennen, er uns, je besser werden wir geschmückt mit allen geistlichen Eigenschaften und Merkmalen und Tun, um richtig vorbereitet zu sein für die Wiederkunft des Königs, wenn wir gemäß Psalm 45 zugeführt werden würden, bei seiner Wiederkunft, um ihn endgültig zu genießen, zuerst 1000 Jahre lang auf die Erde und danach ewig in den Himmel. Zuerst 1000 Jahre lang auf die Erde, auf die neue Erde und danach ewig in den Himmel, werden wir den König genießen, er wird uns genießen, auf eine perfekte, vollkommene, unbeschreiblich hervorragende, wunderbare Weise. Liebe Geschwister, ich weiß nicht, was ich tun muss, weil ich habe zu viele Juwelen hier. Aber versteht ihr jetzt, warum wir diesen Vers in Psalm 73 so betont haben? In den Himmel habe ich nur dich, du, nur dich und auch auf die Erde begehre ich niemand und nichts anderes als dich. In den Himmel habe ich nur dich. Auf die Erde begehre ich auch nur dich. Wir sagen, wir haben nur einen Bräutigam. Wir haben nur einen geliebten Ehemann. Wir sind ihm völlig geweiht. Wir hurieren nicht. Wir sind nicht Ehebrecherinnen. Wir sind ihm geweiht. Wir bleiben ihm geweiht, wie Paulus gesagt hat. Wir haben einen eifersüchtigen Ehemann und in der Eifersucht des Herrn und der Eifer des Herrn bleiben wir ihm geweiht. Deswegen behalten wir ihn hier und richten er so gut. Riechen wir immer mehr, wie er riecht und verbreiten wir sein Wohlgeruch und werden wir mit seinen Eigenschaften bekleidet, gemäß 2. Korinther 3, Vers 18 und so weiter und so weiter und so weiter. Aber ganz wichtig und entscheidend ist, wir anbeten ihn die ganze Zeit.
während wir dies tun. Wir vergessen nicht davon, er ist unser Geliebter. Aber er ist eine Geliebte, die einzigartig ist. Er ist König aller Könige, weil er hat gesiegt. Es hat ihm sein alles gekostet, um unseren Namen, um unseren Willen zu siegen. Er macht uns auch siegreich, weil er ist der souveräne, allmächtige Sieger. Aber wir anbeten ihn, weil er muss in allem der Erste bleiben. Und wie könnte er in allem der Erste bleiben? Es wird uns nichts bringen, um einfach vor ihm niederzubeugen, schöne Lieder zu singen, wenn es nicht zur gleichen Zeit so sein würde, dass wir ihm in unser Herzen ehren und ihn dort erfahren und unsere Herzen ihm zugeneigt bleiben, unsere Ohren auch. Lass ich doch noch euch zeigen aus Psalm 45. Aus Psalm 45. Nicht herrlich, sondern ganz herrlich ist die Königstochter im Inneren. Ausgewirkt und Gold ist ihr Gewand. In Vers 15. Vers 16. Hier kommt es. Hier geht es. Jedes Mal wird es statt, es findet es statt, während wir tun, was Johannes 14, Vers 21 und 23 uns lehrt. Aber es wird endgültig und perfekt stattfinden, einmalig, und danach wird es ewiglich fortdauern, das Fest. Man führt sie mit Freuden und Frohlocken. Und sie ziehen ein in den Palast des Königs. Bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Man führt sich mit Freuden und Frohlocken und sie ziehen ein in den Palast des Königs. Möchtest du dies auch erfahren? Möchtest du dann hören, du hast dich gut bekleidet, ihr seid als Gemeinde bekleidet, ihr habt die Erkenntnis, die ihr bekommen habt, von mir angewendet, ihr habt mir gefallen, jetzt werde ich euch gefallen, euch am Tisch euch hinsetzen lassen und euch dienen und danach werden wir in Liebesärme und an der Brust voneinander bleiben. Vers 17. An die Stelle deiner Väter werden deine Söhne treten. Du wirst sie als Fürsten einsetzen im ganzen Land. Und Vers 18, ich will deinen Namen verkünden in allen Geschlechtern. Darum werden dich die Völker preisen, immer und ewig. Alle die Menschen werden Christus preisen. Als der König aller Könige und unserem Vater zusammen, während wir mit ihm zusammen sein werden, ewiglich, weil wir bereiten uns vor für dieses Fest, alle Festen, auf die erwähnte Weise. Liebe Geschwister, ich habe einfach nur einen Anfang gemacht. Ich bin nicht immer noch auf Seite 1. Ich bin nur auf Seite 1 noch. Ich habe hier mehrere Merkmale und Charakteristiken von Myrrhe, die wir noch behandeln sollten. Wir finden sie alle in der Bibel. Und mit jedem Merkmal und Charakteristik von der Myrrhe wirst du mit mir zusammen, glaube ich, noch begeisterter werden. Herr Jesus, bist du dies auch noch für mich? Bist du dies auch noch für mich? Und tust du dies auch noch für mich? Lass uns dies auch noch studieren. Wir haben wenig neue Dinge behandelt, aber wir haben die Grundlage gelegt für die anderen Punkte. Aber liebe Geschwister, wie viel hast du schon angewendet? Wie viel haben wir angewendet, von was wir gehört haben? Es ist zum Tun, zum Anwenden, zum Gehorchen. Der König musste gehuldigt werden. Wir müssen ihm huldigen. Wir müssen wie die weisen Männer aus den Osten unsere besten Geschenke, nicht unsere Brosamen, unsere Krümel ihm geben, unser alles ihm geben. Unsere Liebe, unsere Dienste, unsere Zeit, unser alles. Er muss Nummer 1 in allem bleiben, während wir auch einander dienen und auch die Weltmenschen sein Wohlgericht spüren lassen, damit die Auserwählten gerettet werden können. Aber lasst uns sagen, während wir die Anwendungen bezüglich dieser Dinge machen und Täter deines Wortes werden immer mehr, warten wir mit Sehnsucht, mit aller Begeisterung auf die weitere Predigt. Was bist du noch für mich, oh Herr Jesus, als Jungfrau? Was verlangst du noch von mir? Weil was ich für dich sein sollte und wir für dich sein sollten, als wegen der Myrrhe,
werden wir für dich auch werden. Weil dies ist wahr. Jeder Punkt, was für uns ist, werden wir nach einer Zeit für ihn, weil wandelt uns immer mehr. Je mehr wir ihn riechen und spüren, anfassen und sehen, schauen und auch schmecken in unserem Mund, während wir seine Äpfel essen. Ich höre damit auch, weil leider ist die Zeit vorbei. Ich werde so einige weitere Punkte PV heute Abend in der Deutschpredigt behandeln. Kann wahrscheinlich die anderen Punkte am kommenden Tag des Herrn vormittags. Wir sind noch weit entfernt von fertig mit den Mitteln. Aber ausschlaggebend ist, ist er König deines Herzens in der Praxis, König deiner Gedanken, König deines Eifers, König deiner Begeisterung, deines Geldes, deine Zeiten, dein Alles. Wie sollte er für uns sein? Wie fruchtbar wir dann für ihn und für einander sein werden, für die Verlorenen. Wie erfüllt wird er sein? Wie gesättigt? Und wie wird er unsättigen? Wie werden wir auf die... Okay, ich habe gesagt, dass ich damit absichten. Psalm 73. Auf die Erde habe ich nur dich und auch in dem Himmel habe ich nur dich und auch auf die Erde begehre ich nur dich. Wir haben ihn in dem Himmel und wir haben hier ihn auch auf die Erde, oder? Wir gehen hinter den Vorrang gemäß dem Hebräerbrief mit Freimütigkeit. Er sagt, ihr sollt doch mit Freimütigkeit kommen. Ich habe den Preis bezahlt. Du sollst jeden Tag mit reinem Gewissen kommen und nicht immer nur über deine Sünden reden. Du sollst ein gereinigtes und besprengtes Gewissen haben, um nicht mehr tote Werke zu tun, sondern lebendige Werke, seht es in dem Hebräerbrief 7, weil du tust diese Werke in der Kraft meines Lebens und du erfährst, während du dies tust, Leben in Überfluss, weil ich beschenke dir mit mir selbst, euch mit mir selbst, während ihr mein Leben schmeckt und mir gefallen und mich sättigen in der intime Liebesbeziehung, auf die schon beschriebene Weise, werdet ihr auch reichlich gesegnet sein mit allen geistlichen Segnungen in den himmlischen Regionen in Christus Jesus. Epheser 1, Vers 3 gemäß. Deswegen ist mein Titel, habe ich euch schon gesagt, mein Geliebter, bleibt mir ein Mittelbeutel aller köstlichen Segnungen oder Realitäten. Die anderen christlichen Realitäten wollen wir auch behandeln. Und einige davon aufs Neue behandeln. Aber immer kommt eine neue Perspektive ans Licht. Und werden wir jedes Mal erfrischt und erquickt und gestärkt in ihm. Und lernen wir ihn immer besser kennen. Und wachsen wir an ihm heran. Und wir wissen, das Fest wird immer mehr wie das Fest von dem Hohenlied, Kapitel 5 und Vers 1. Bräucht euch an der Liebe, trinkt viel Wein und seid fröhlich in meiner Gegenwart, genießt mich, ich genieße euch. Und ihr zeigt meine Merkmale immer mehr, ihr verbreitet mein Wohlgerücht immer mehr, ihr wird reichlich belohnt dafür, werdet reichlich belohnt, aber ihr sättigt mich so. Und dann weiß ich, mein Vater hat die Wahrheit mir gesagt, Sohn, meine ewige Liebe, du wirst Mensch werden. Du wirst dich selbst entäußern. Du wirst dich selbst entniedrigen. Du wirst den teuersten Preis bezahlen. Du wirst sie teuer erkaufen. An ihrer Stelle verflucht und verdammt und geschlagen. Durch die Menschen verworfen. Bitte, das Bitterkelch wirst du erledigen. Aber ich werde dich danach erhöhen. Ich werde dir den Namen über alle Namen geben. Ich werde dir so erhoben, bis in meinem Herzen wieder. Johannes 17, Vers 5 gemäß. In dem Herzen des Vaters wollte er zurück. Ist er dort. Aber sagt, ihr sollt auch dort sein, wo ich bin. Hinter dem Vorrang in dem Himmel sollten wir leben. Mit dem herrlichen, verherrlichten Christus. Nicht nur Sündevergebung. Sündevergebung ist ein Thema in dem Hebräerbrief. Aber das wichtigere Thema in dem Hebräerbrief ist, hinter den Vorrang den Verherrlichten und den herrlichen König zu genießen und seinen Vater zu genießen.
Aber auch die Erde genießen ihn auch. Wir sind hier in einem kleinen Raum, die für uns viel zu klein sein wird bald. Aber was macht der Unterschied? Was verursacht, macht den Unterschied? Wir kommen hier mehrmals, dann ist es zu warm, dann ist es zu kalt. Aber warum kommen wir so gerne? Weil wir wissen, wir werden den König wieder treffen. Er wird seine Salben wieder duften lassen. Seine Namen werden wieder wie ausgegossenes Salböl über uns sein und wir werden ihn genießen und in der Lage gebracht werden, besser an unsere Brust zu drücken, damit er dort ruhen kann, damit er in unserem Herzen wohnen kann, damit wir seine Gebote besser halten werden, um den Vater zu gefallen, ihm zu gefallen und zu sättigen. Und wir können dann auf diese Weise nur ein Ding tun und dies ist, um den Feind, um all unsere Feinde immer besser und vollständiger zu besiegen, und für ihn immer mehr Frucht zu bringen. Halleluja, lass uns es tun. Wir haben noch nur einen Anfang gemacht, um die Liebe des Christus zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. Lass uns Fortschritte diesbezüglich machen. Nicht die Dinge des Christus, aber die Dinge, die in Christus drin sind, mit Antworten Christus selber. All seine Aspekte und Merkmale und Realitäten und Tun und Eigenschaften. Und jetzt rede ich zu den Verlorenen. Was von du, o verlorener Mensch? Du sagst, Johann, du klingst wie ein fanatischer Mensch. Du predigst wie ein Fanatiker. Wovon redest du? Für dich ist dies befremdend, weil du erfährst Christus nicht so. Aber lass ich dir sagen, wenn er dir die wahre Buße schenken würde, du wirst mit einem gottgewollten Buße tun, er wird dir deine Sünde vergeben aufgrund der Tatsache, dass er sein Opferblut vergossen hat für Gottlosen. Und er wird in dir hineinziehen und nachdem er dir ein neues Herz geschenkt haben wird, wirst du dich nie darüber bereuen. Lesen wir in 2. Korinther 7. Man wird sich nicht darüber bereuen. Du wirst sagen, warum habe ich so lange gezögert? Ich habe so viel verpasst von dem herrlichen Heiland, von dem herrlichen König, von dem herrlichen Liebhaber meiner Seele und meines ganzen Wesens. Und dann wirst du mitmachen mit uns. Ich möchte dir helfen. Christus allein kann dir retten. Kann dich retten. Aber ich möchte dir aus Gottes Wort helfen, um ihn kennenzulernen. Und dann wird die Freude so herrlich sein, so übermäßig herrlich und köstlich. Soli Deo Gloria. Amen.